Hallo zusammen, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir. Diesen Monat gibt es ein Hits and Misses Video von mir. Produkte aus der Drogerie, die ich gut finde bzw. gar nicht gut finde. Das kommt anstatt dem Favoritenvideo. Ich dachte mir, okay, ich habe jetzt letzten Monat, also im Februar, ein Favoritenvideo hochgeladen. Da möchte ich euch diesen Monat mal etwas anderes bieten und deswegen ein Hits and Misses Video. Und zwar beginne ich mit den Hits. Es sind alles Drogerieprodukte, die ich getestet habe und zu denen ich euch jetzt gerne eine Review geben möchte. Dann beginne ich mal mit dem Balea Trended Up. Das ist eine heiße Sprühstärke, easy in Form geföhnt heißt es. Kostenpunkt, ich denke, ca. 2 Euro. Ich habe es jetzt schon ein bisschen. Also ich habe es bis hierher ca. genutzt. Ich finde es sehr gut. Ich habe ja, wie ihr seht, feines, eher plattes Haar. Und da ist es ganz toll, wenn man das vorm Föhnen wirklich auf die Haare gibt. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Also ich föhne meine Haare über Kopf, gebe das dann aufs Handtuch trockene Haar und perfekt. Also die Haare sitzen danach wirklich gut. Sie haben Volumen. Es ist, also ich finde es wirklich gut. Ich mag auch den Geruch. Bei mir hilft es wirklich sehr gut. Es steht ja drauf, easy in Form geföhnt. Das trifft für mich zu 100% zu. Ich kann dieses Produkt nur empfehlen. Dann ebenfalls ein Haarprodukt. Es kommen noch ein paar Haarprodukte. Kennt ihr vielleicht auch Pantene Pro-V? Das ist das intensive Feuchtigkeitssoufflé, wie auch immer. Das hat einen Sprühkopf. Ja, das hat so einen Sprühkopf und es ist ein weißes, es sieht aus wie Sahne. Ja, so könnt ihr euch das vorstellen. Der Geruch ist, finde ich, sensationell und die Feuchtigkeitspflege auch. Also ich benutze es ungefähr einmal die Woche oder einmal alle 2 Wochen und ich möchte mein Haar einfach nicht überpflegen, deswegen benutze ich es nicht regelmäßig und ich finde es wirklich super. Hier steht auch, schließt Feuchtigkeit für 48 Stunden ein, für luxuriöse Geschmeidigkeit, die man sehen und fühlen kann. Das kann ich auch nur zu 100% bestätigen. Ich glaube, es kostet ca. 5 Euro und ich finde es wirklich gut. Ich neige ja auch eher in den Längen zu trockenen Haaren und klar, die Spitzen auch. Ich kann es nur empfehlen, ich finde es wirklich gut. Das Haar glänzt super schön, es ist geschmeidig und ich finde es richtig toll. Das war ja bei mir in der Pinkbox drin und bin ich echt froh drum, aber ich würde es mir auch jederzeit nachkaufen. Dann ein weiterer Hit von mir, das Balea Porenverfeinerndes Serum mit Fruchtsäure. Es soll ja Hautbild verfeinert wirken und ich finde, das tut es auch. Ich finde aber nicht, dass sich die Poren verkleinern. Also das kann ich persönlich jetzt an mir nicht feststellen. Das ist ja immer nur alles meine Meinung. Und ich finde aber, dass sich das Hautbild verfeinert. Also meine Hautunreinheiten gehen zurück. Es ist alles insgesamt stimmiger, finde ich, wenn ich das abends auf meine normale Abendpflege gebe. Also ich nehme das immer über Nacht und ich finde es wirklich gut. Wie gesagt, den porenverfeinernden Effekt kann ich persönlich für mich jetzt nicht feststellen. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Hautbild verfeinernd in sich, jetzt was Hautunreinheiten, Mitesser und so betrifft, finde ich, ist es auf jeden Fall. Dann kann ich weiterhin empfehlen, Moment, ich muss ein bisschen suchen, wieder ein Haarprodukt. Und zwar ist es der Spitzenheld von Fructis. War ebenfalls in der Pinkbox drin und ich finde es sensationell. Die Spitzen wären auf jeden Fall besser. Ich war ja jetzt, ich war jetzt seit 1,5 Jahren nicht beim Friseur. Weder zum Schneiden noch zum Tönen, was auch immer, gar nicht. Und dafür muss ich sagen, hilft es wirklich gut. Ich kann schon ein bisschen Spliss an meinen Spitzen feststellen, aber ich denke, das ist wirklich normal nach 1,5 Jahren. Kein Schneiden. Ich gehe jetzt aber demnächst. Also demnächst wird das eine Veränderung an mir geben, sowohl die Haarfarbe als auch ja ein bisschen die Länge. Und ja, zum Produkt zurück. Ich finde das Produkt wirklich gut. Es hält, was es verspricht. Hier steht drauf, angereichert mit Öl, Amla-Extrakt, glättet, repariert und versiegelt die Form. Die Formel, splissige, trockene Spitzen. Das Haar sieht wieder geschmeidig, gesund und glänzend aus. Also ich gebe es mir ja wirklich nur so
hier ungefähr rein. Und ich finde wirklich, dass meine Spitzen dadurch weniger splissanfällig geworden sind. Ich benutze es ja auch schon jetzt eine Zeit lang und ich finde es wirklich gut. Der Geruch ist gut und ich meine, dass es auch circa irgendwas zwischen 3 und 5 Euro kostet und finde, das ist auf jeden Fall sein Geld wert. Dann finde ich weiterhin sensationell gut den Labello Repair and Beauty. Es ist, den hatte ich auch schon mal als Quick-Tipp vorgestellt. Es ist wirklich ein super, super Labello. Wenn man auch mal keine Lust hat, sich zu schminken, die Lippen sind rissig und so weiter, dann gebe ich den einfach drauf. Er sieht erstens mal wunderschön glänzend aus, hat einen leichten Rosé-Ton und pflegt wirklich einzigartig gut. Den kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr wirklich sehr anspruchsvolle Lippen habt oder auch ein bisschen Glanz auch, ein bisschen, ja, es ist einfach eine super, super Pflege. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist eine super Pflege, die auch noch echt toll aussieht. Es sieht eigentlich aus wie ein roséfarbener Lipgloss in der Hinsicht und absolut tolles Produkt. Ich meine, er kostet ca. 2 Euro. Weiterhin empfehlen kann ich diesen Essie Lack. Es ist der Essie Good to Go. Es soll ein versiegelnder Überlack sein, der auch hochglänzend ist und super, super schnell trocknen soll. Was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass er super schnell trocknet, ja, binnen Sekunden und dass er einen Hochglanz hinterlässt, der sich gewaschen hat. Also ich werde ja seit neuestem immer darauf angesprochen, ob ich Gelnägel trage, weil meine Nägel immer so glänzen. Und das ist der Essie Good to Go. Ich verwende ihn jedes Mal nach dem Lackieren als Überlack und bin absolut begeistert. Was ich aber nicht bestätigen kann, muss ich auch dazu sagen, ist die Haltbarkeit. Ich kann keine längere Haltbarkeit feststellen. Also spätestens nach 4-5 Tagen ist bei mir Ende im Gelände. Da bröckelt der ab, da löst er sich vorne an den Spitzen. Also längere Haltbarkeit nicht, kostet 8 Euro. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir für 8 Euro nachkaufen würde. Ich habe ihn damals bei einer 50% Aktion für 4 Euro im DM gekauft. Das ist er auf jeden Fall wert. Hochglänzend, absolut, schnell trocknend auch. Aber ob ich ihn für 8 Euro wieder kaufen würde, weiß ich nicht. Denke ich auf jeden Fall eher nicht, denn es gibt da, glaube ich, vergleichbare Produkte aus der Drogerie, die da wesentlich günstiger sind und auch einen Hochglanz und eine Schnelltrocknung, wenn man das so sagt, hinterlassen. Dann kann ich weiterhin empfehlen, ein Produkt, das ist, den hatte ich in meinem letzten Haul vorgestellt, SOS Spot Killer von Essence Pure Skin. Das könnt ihr euch vorstellen, also man muss es vor der Anwendung schütteln und ihr könnt es euch vorstellen, wie von der Textur her wie ein Tipp-Ex, ja. Er riecht auch sehr, sehr streng. Also wenn ich ihn manchmal mir hier so direkt neben das Auge gebe, dann merke ich schon, wie das Auge anfängt zu brennen, weil es wirklich richtig, richtig krasses Zeug ist. Von der Wirkung her auf, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen eitrigen Pickeln wirkt er gut. Aber wenn ihr merkt, okay, da kommt jetzt ein Pickel und man gibt es dann drauf, da hilft es bei mir zumindest nicht. Also auf vorhandenen, stark entzündeten Pickeln hilft es, aber auf ja jetzt leichten Unreinheiten oder erst kommenden Unreinheiten, da hilft es bei mir nicht. Aber trotzdem ist es ein Produkt, das ich für 2,45 Euro durchaus empfehlen kann und auch jederzeit jetzt weiterhin verwenden werde, wenn jetzt meine Pickel wieder stärker werden sollten. So, jetzt muss ich wieder ein bisschen wühlen. Ah, wieder ein Haarprodukt. Ich stelle euch echt viele Haarprodukte vor. Das ist das Cotton Fresh Trockenshampoo von Charma. Ich finde es wirklich gut. Ich habe es mal reduziert für 95 Cent beim DM gekauft. Der Duft ist wirklich gut. Frisch gewaschene Wäsche pur. Wirklich toll. Und wenn man ein bisschen Volumen, ein bisschen Frische im Haar haben will, dann ist es wirklich zu empfehlen, finde ich. Ist auf jeden Fall eine günstigere Trockenshampoo-Variante. Und der Duft ist toll. Die Wirkung ist die, die sie verspricht, meiner Meinung nach. Ein Tag extra Frische und Anti-Fett-Effekt ohne Haare waschen für normales bis schnell fettendes Haar. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mein Haar schnell fettend ist. Aber wie gesagt, wenn ich früh einfach ein bisschen Pep in mein Haar haben möchte, wenn es wieder nicht so
so will, wie ich will, dann gebe ich das rein und das ist echt klasse. Man fühlt sich wieder frisch und es duftet toll und kann ich für den Preis auf jeden Fall empfehlen. So, weiterhin ein Produkt, das ich empfehlen kann, ist das Astor Shine Mattitude Shine Control Super Matte Powder. Es soll ein glanzabsorbierendes Puder sein. Das ist auf jeden Fall bei mir der Fall. Wenn ich das drauf gebe, glänze ich jetzt erstmal ein paar Stunden nicht. Finde ich wirklich gut. Kostet 5 Euro und ich denke, der Preis ist es auf jeden Fall, finde ich, wert. Ich habe die Farbe 002. Hier steht auch for normal to oily skin. Transparentes, mikrofeines Puderöl absorbierend für ein ultimativ mattes Finish den ganzen Tag. Kann ich auch empfehlen. Ich finde es wirklich gut, einfach um das Make-up zu fixieren, um das Öl ein bisschen zu absorbieren. Ich habe ja sehr, sehr ölhaltige Haut und da kann ich das auf jeden Fall empfehlen. So, ein weiterer Hit, sage ich jetzt mal, doch kann ich so sagen, das sind diese, ja, Rasierer in Anführungsstrichen von Balea. Ihr kennt sie bestimmt, zum Augenbrauen in Form bringen. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut. Es ist auf jeden Fall kein schlechtes Produkt, vor allem nicht für den Preis. Es sind ja immer 3 Stück, die circa 3 Euro kosten, 2-3 Euro, wenn überhaupt. Ich bringe damit meine Augenbrauen sehr gut in Form. Ich muss aber sagen, es zieht richtig. Also wenn ich das hier anwende, also ich bringe es ja immer nur so in Form, quasi, dass ich sie säubere. Es zieht, wenn ich darüber gehe, über die Haare, und an ganz, ganz kleine Härchen, das schafft man damit nicht. Da muss man wirklich die Pinzette nehmen. Ansonsten ist es ein gutes Produkt, um so quasi die grobe Arbeit unter den Augenbrauen zu machen. Aber für die richtige Feinarbeit ist es jetzt nicht. Da muss auf jeden Fall die Wimpernzange, wollte ich jetzt schon sagen, die Pinzette natürlich her. Dann komme ich jetzt schon zu den Misses. Also, ich habe jetzt hier eine ganze Reihe an Deos, die ich probiert habe und die ich wirklich überhaupt nicht gut finde. Und zwar, oh Gott, es sind viel zu viele, ich kann sie gar nicht alle halten. Ich beginne einfach mal der Reihe nach. Das ist das Isana Deo Spray Fresh. Gut riechen tut es auf jeden Fall, von der Wirkung her gar nicht. Das ist die Eigenmarke von Rossmann, Ökotest sogar sehr gut, da stehe ich ja total drauf. Also ich kaufe unheimlich gern Produkte, die getestet worden sind. 24 Stunden soll es halten, überhaupt nicht. Also wenn ich das schon auf die Achselhaut gebe, dann wird es schon so komisch warm und ich fühle mich total unwohl. Weiß ich nicht, also das hilft bei mir nicht. Wenn es schon warm wird auf der Haut, dann geht es schon mal gar nicht. Und da ist derselbe Effekt bei diesem Isana-Produkt hier. Also das riecht hier auch super. Das war mal eine Notlösung. Da war ich unterwegs und nach der Arbeit hatte ich dann noch eine Verabredung, habe mir das schnell gekauft, dachte, tu mir damit was Gutes. Kurzfristig riechen beide super gut, aber die Wirkung ist einfach schlecht. Nee, geht gar nicht. Oder auch, also ganz schrecklich finde ich ja dieses von Balea, das ist das Sensitiv 48 Stunden, spürbar sanft, kann ich nicht bestätigen. Wie gesagt, der Duft ist wieder okay, aber die Wirkung einfach nicht. Kennt ihr das, wenn es unter den Achseln einfach so warm wird, man fühlt sich nicht wohl? Ich denke dann auch immer, ich schwitze durch diese Deos einfach noch viel mehr. Das ist auch eins, das ist sogar ein extra stark Deo von Balea. Die kosten ja auch nur 45 oder 50 Cent, aber ich finde, selbst das sind sie nicht wert. Kann ich nicht empfehlen. Also die Deos wandern bei mir so, wie ich sie gekauft habe. Ein paar Mal verwendet habe ich sie ja doch, weil ich denke, okay, vielleicht muss ich das Produkt erstmal an den Körper gewöhnen oder wie auch immer, aber gar nicht. Dann hier dieses von Garnier. Da habe ich ja echt viel Gutes darüber gehört. Ne? Ich habe jetzt dieses hier Clean Sensation. Da gibt es ja eine ganze Reihe von diesen Balea, wollte ich schon sagen, von diesen Garnier Mineral ja, Deos, da gibt es ja eine Sprühvariante und auch diese zum Rollen. Aber ich finde,
Dieses hier zumindest kann ich nicht empfehlen und ich bin wirklich kein starker Schwitzer, muss ich sagen. Aber für mich sind diese Deos einfach aus dem Grund nicht. Sie werden warm auf der Haut. Ich denke, ich fühle mich einfach nicht wohl, weil ich einfach denke, okay, ich schwitze noch mehr. Und wenn man dann mal ein bisschen schwitzt, dann übertüncht es den, Geruch auch einfach nicht. Ja, und neigt auch einfach dazu, dass man, finde ich persönlich, mehr schwitzt. Deswegen kann ich die nicht empfehlen. Genauso wie von der Eigenmarke von Müller. Das ist Aveo Lotus. Und der Duft ist wirklich, wirklich gut. Aber einfach die Deo-Wirkung finde ich nicht gut. Ich habe jetzt hier so viele zum Wegtun, aber ja, was soll ich machen? Und das, obwohl ich wirklich kein starker Schwitzer bin, ne? Naja, gut. Das sind auf jeden Fall alles Deos, die ich für mich persönlich nicht empfehlen kann. Ebenfalls nicht empfehlen kann ich das Gliss-Kur Haarserum. Es war in der Pinkbox, meine ich auch. Und ich habe es jetzt eine ganze Zeit lang verwendet. Es ist sehr ergiebig, also man braucht nicht viel. Jedoch kann man es es gibt drei verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Vor dem Waschen für besondere Pflege, nach dem Waschen auf feuchtem Haar für intensive Pflege oder als Beauty Finish auf trockenem Haar. Also auf trockenem Haar finde ich es ganz schrecklich. Meine Spitzen sehen danach aus, als ob ich 5 Jahre nicht beim Friseur war. Ganz, ganz splissig und also wirklich ganz komisch. Dann vor dem Waschen ist es noch am ehesten. So werde ich es auch verwenden. Weil leer kriegen möchte ich es ja trotzdem. Wie ihr wisst, ich schmeiße ja nichts weg. Nach dem Waschen auf feuchtem Haar kann ich es auch überhaupt nicht empfehlen. Das ist dann so fettig. Auch in den Spitzen und in den Längen überhaupt nicht. Wie gesagt, wenn dann vorm Waschen irgendwie als Kur oder so in die Längen, damit es dann auch wieder rausgewaschen ist. Aber als auf trockenes Haar überhaupt nicht. Und ja, auf feuchtem Haar, nee. Kann ich nicht empfehlen. Das hinterlässt bei mir nur Fettglanz. Die Haare werden strähnig. Also sieht einfach nicht gepflegt aus, fühlen sich nicht gepflegt an. Ja, leider für mich kein Hit. Weiterhin kein Hit. Für mich sind diese beiden Essenzlacke. Ich war wirklich, wirklich enttäuscht. Erstens mal setzen sie sich super schnell hier am Rand ab. Dann crackt dieser nicht. Das ist ja die Limited Edition Great and Powerful LE. Aber auch der aus dem Standardsortiment, der ist noch schlechter. Also ich weiß nicht, ob ich da Montagsprodukte erwischt habe. Auf jeden Fall cracken die überhaupt nicht. Der Pinsel verliert Haare. Und nee, auch einfach das Finish von dem Nagellack ist nicht schön. Es ist zwar matt, aber der Nagellack zieht den Unterlack, den man drunter gegeben hat, mit. Es ist wirklich nicht schön und für das Geld ist es wirklich eine Verschwendung, diesen Nagellack zu kaufen. Und auch den aus dem Standardsortiment kann ich nicht empfehlen. Den habe ich schon wieder zurückgetragen, weil er wirklich schlecht war. Und ja, Pinselhaare verlieren geht gar nicht. Ja, echt schade. Ich habe mich super auf diese Lacke gefreut. Gerade auf diese Farben finde ich echt schön. Aber weder kein Crackling-Effekt. Der Unterlack wird mitgezogen. Also es zieht sich in sich zusammen alles. Und auch, ja, die Farbe, das Finish. Es ist einfach nicht schön. Kann ich nicht empfehlen. Und auch dieser Nagellack, das ist diese Nude-Reihe. Ja, weiß gar nicht, Nude Glam, der hellste von dieser Nude-Reihe, er deckt überhaupt nicht. Also Sam, da muss man wirklich 3-4 Schichten auftragen, damit es annähernd so wird wie auf der Flasche. Und das, finde ich, geht gar nicht. Das dauert viel zu lange und finde ich einfach nicht schön. Und ich wollte wirklich diese Farbe, wie sie hier auf der Flasche ist, und wird sie einfach nicht. Also kann ich leider nicht empfehlen, beide Lacke nicht. Weiterhin nicht empfehlen kann ich die I Love Stage Base. Ich benutze sie zwar, ja, muss ja irgendwie leer werden, aber ich kann sie nicht empfehlen. Also der Lidschatten zieht sich trotzdem in die Lidfalten bei mir, egal ob ich viel Produkt verwende von diesem oder auch wenig. Es kann natürlich auch sein, dass mein Lid sehr ölhaltig ist und dass sich trotzdem alles zusammenzieht auf dem Auge. Aber auch selbst, wenn ich das Augenlid vorher reinige und dann die Base drauf gebe, sie wird einfach nicht. Das ist für mich, bin ich echt enttäuscht von der Base. Sie ist einfach nicht gut und
Schade. Ich habe nämlich schon sehr viel davon gehört und bei mir, ich glaube, da stehe ich jetzt mit meiner Meinung auch alleine da, aber bei mir ist sie leider kein gutes Produkt, das ich nicht empfehlen kann. Die Haltbarkeit ist auch nicht länger. Ja, schade, schade. Ich glaube, 2,45 Euro, das ist das Geld leider nicht wert. Ebenfalls das Geld nicht wert ist diese Catrice Mascara Lashes to Kill. Das ist, glaube ich, noch die aus dem alten Sortiment. Ich zeige euch mal das Bürstchen. Das ist diese hier. Kann ich nicht empfehlen. Irgendwie werden meine Wimpern dadurch nicht. Es soll ein Eye-Opening-Effekt sein. Habe ich leider nicht. Wenn ich viel drauf gebe, dann habe ich sofort Spinnenbeinchen. Kein verlängernden Effekt. Kein gar nichts. Es ist, bis sich da mal überhaupt irgendwas an meinen Wimpern tut, vergehen schon keine Ahnung wie viele Minuten. Und da es bei mir wirklich immer schnell gehen muss, ist dieses Produkt einfach gar nichts. Ich muss sagen, ich habe schon dichte Wimpern und auch relativ dicke. Also es ist jetzt nicht so schwer eigentlich bei mir irgendwie einen Volumeneffekt oder eine Länge zu bekommen. Aber das kriegt die Mascara leider nicht hin. Ebenso nicht hinbekommen und da habe ich mich schweinisch geärgert, dass ich die gekauft habe, weil sie einfach richtig teuer ist. Das ist diese Mascara von Maybelline Jade Falsche Wimpern Federlook. Die kostet 12 Euro. Ich meine, gut, ich habe die auch wieder bei der 50% Aktion von DM gekauft, also für 6 Euro. Aber trotzdem, ich finde, das ist ein Heidengeld. Und das ist das Bürstchen. Und ich kann die nicht empfehlen. Also, die gibt, da kommt irgendwie nichts an auf meinen Wimpern. Weder Länge noch Volumen. Und wenn, dann muss man da wirklich ewig bürsten, 10-mal drüber und geht gar nicht. Oh, da könnte ich mich echt ärgern, dass ich die gekauft habe. Ja, ist für mich auch absolutes Misses-Produkt und auch für den Preis, ja. Das ist ja also viel zu teuer. Da würde ich lieber 2- oder 3-mal oder 4-mal die I Love Stage kaufen. Möchte ich übrigens jetzt auch die neue probieren. Habt ihr schon die neue I Love Stage Mascara ausprobiert? Wenn ja, sagt mir doch mal, wie die ist, weil dann würde ich mir die nämlich mal kaufen. Das wäre ganz lieb von euch. Dann ein weiteres Misses Produkt ist dieser Perfect T-Zone Corrector. Soll ja porenverfeinernd wirken. Hatte ich auch in meinem letzten Video verwendet. Das ist so ein Stift, den man rausdrehen kann und ich muss sagen, nach mehrmaligem Verwenden, geht gar nicht, finde ich nicht gut, wirkt bei mir einfach nicht und ich habe ja wirklich keine riesen mega Poren, sondern einfach nur so ein paar kleine Pörchen, die ich halt gerne, einfach ein bisschen abdecken möchte, aber für fast 4 Euro ist das wirklich Geld für die Tonne. Kein Effekt da. Dann weiterhin ein, ja, sage ich jetzt mal, kein so tolles Produkt. Das ist dieser Bronzer hier von Catrice. Das ist die 010 Light Bronze. Die swatche ich euch mal. Das ist, weiß nicht, ob man das jetzt sieht, ob ihr das erkennen könnt. Ich probiere es nochmal, weil das solltet ihr euch wirklich angucken. Ich finde, der hat ein ganz, ganz orangenes Finish. Gefällt mir überhaupt nicht. So, also ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Es ist einfach super, super orange. Und ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich das irgendwie falsch aufgetragen habe oder einfach zu dick. Ich werde dranbleiben und ihn weiter verwenden. Ich weiß nicht, ob man auch auf dem Finger hier was erkennen kann, aber auf jeden Fall, also das ist wirklich gelb-orange und das finde ich geht gar nicht. Also ein Bronzepuder. Ich weiß ja, dass viele auf diesen Orange-Effekt stehen, ich jetzt persönlich nicht so. Deswegen ist das Produkt jetzt nichts für mich. Ich schaue mal, wie es aussieht, wenn ich ein bisschen dunkler bin im Sommer oder irgendwann. Dann schaue ich mal, wie es wirkt, aber leider jetzt momentan, es ist ja für eigentlich eher für helle Hauttypen, aber das kann ich leider nicht bestätigen. Ich bin ja relativ hell, sage ich jetzt mal, aber leider kann ich es nicht bestätigen, da das Finish einfach eher zu ins Orangene geht für mich. Dann wühle ich jetzt mal noch ein bisschen weiter. Habe ich noch was? Oh ja, ich habe noch was. Ich sehe es gerade. Da habe ich mich auch schweinisch geärgert, Leute. Das ist dieser Highlighter aus der Essence Great and Powerful
L.E. Habe ich auch in meinem letzten Haul vorgestellt und ich habe mich schweinisch geärgert, dass ich den gekauft habe. Der hat 3,20 Euro gekostet und man sieht nichts. Es ist, hatte ich ja in meinem letzten, so sieht der aus, also auf diesem Finger, hatte ich ja in meinem letzten, nee, man sieht gar nichts, in meinem letzten Haul auch schon gesagt, dass man eigentlich nichts sieht. Ich wollte nur nicht so viel verraten, aber der Highlighter geht gar nicht. Man sieht überhaupt nichts. Ich habe ihn auch schon aufs Gesicht aufgetragen und ich habe mich schweinisch geärgert für 3,29 Euro. So ein Schrott, Entschuldigung, auf Deutsch gesagt. Vielleicht habe ich auch nur ein Montagsprodukt. Habt ihr den Highlighter vielleicht? Und wie findet ihr den? Also ich finde ihn wirklich gar nicht gut. Und ein Highlighter ist ein Highlighter, damit man ihn, finde ich, einfach sieht. Und das ist bei dem Produkt leider nicht der Fall. Und ich habe mich echt geärgert. Wie ihr seht, guckt mal, wie viel Geld ich jetzt hier schon liegen habe, dass ich echt einfach nicht gut finde. Klar kommt es natürlich auch immer drauf an. Ist ja alles eine subjektive Meinung, die ich habe. Aber bei dem Bronzer Highlighter, also man sieht echt überhaupt nichts. Und auf dem Gesicht schon gleich überhaupt nicht. Also schade. Schade, schade, Schokolade. So Mädels, das war's. Meine Hits and Misses der letzten paar Monate. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sagt mir doch Bescheid, wie ihr das Video fandet, wenn ihr mögt. Ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.